Zombie Apocalypse. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen in 2022. Und es ist wieder Testingzeit. Ja, ich teste für euch wieder verschiedene Sachen und ich habe mir heute einen italienischen kohlensäurehaltiges Orangen-Fruchtsaftgetränk ausgesucht, was ich mit euch heute probieren möchte. Es stand im Kühlschrank. So sieht's aus. Es hat so eine Schutzhülle hier oben drum, aber ich denke mal, das ist einfach nur eine ganz stinknormale Dose zum Aufmachen. Es ist von San Pellegrino Italian Sparkling Drink Aranciata. Fruchtiger Geschmack. Okay. Zutaten: Wasser, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, 20% Zucker, Kohlensäure, Orangensaftextrakt, Säuerungsmittel, Zitronensäure und alle möglichen anderen Sachen. Hier sind 330 Milliliter drinne und ich werde jetzt hier oben diese Schutzhülle entfernen und ich denke mal, da kommt einfach nur eine ganz stinknormale Dose auch nur zum Vorschein. Es ist einfach nur Orangensaft, denke ich mal. Mal sehen, ob er einen besonderen Geschmack hat. So, dann wollen wir den mal eingießen. Ja. Also er riecht auf jeden Fall nach Orange. Er riecht auf jeden Fall nach Orange und ich bin gespannt, wie er schmeckt. Ob er süß ist, ob er mehr so ins Säuerliche geht. So sieht's aus. Und ich sage einfach Prost und wir lassen uns überraschen für den ersten Test im neuen Jahr. Der ist ziemlich sauer. Okay, auf der Dose ist definitiv auf jeden Fall Pfand drauf. Ich zeige euch die Dose nochmal. So sieht's aus. Wie gesagt, 330 Milliliter ist eigentlich ein Glas. Und Orangensaft sollte man eigentlich ohne Kohlensäure trinken. Aber scheinbar ist das in Italien ja gang und gäbe, da überall eine Schorle draus zu machen oder so, weil mit mit Sprudel ist eigentlich eine Schorle. Ist auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich kann euch ja nochmal den Schnipsel zeigen, der oben drauf war, den ich da abgemacht habe, der total sinnlos ist in meinen Augen, aber ja, das ist wahrscheinlich von der Firma so gewollt. Tja, was? Es ist nicht so ein richtiger Orangengeschmack. Also es fehlt irgendwo ein bisschen die Süße, es geht mehr so ins Säuerliche. Ja. Es geht mehr so in Richtung Pampelmuse, Grapefruit oder so, weil es halt so ein bisschen säuerlich ist. Und von Orangen denkt man ja eigentlich, oh, das ist süß, aber das ist ja dann doch nicht so süß, wie alle sagen. Okay. Wie gesagt, ich habe den Trink entdeckt und habe gedacht, ja, das ist doch mal ein schöner Start hier in das neue Jahr, um was zu testen. Ich habe auch noch Süßigkeiten, die werde ich definitiv auch noch testen. Das werden wir uns auch noch anschauen zusammen. Aber das war jetzt erstmal der Orangentrink aus Italien, dieses kohlensäurehaltiges Orangenfruchtsaftgetränk mit 20% Orange in einer 330 Milliliter Dose. Und ich sage nochmal Prost. Ich werde den Rest noch austrinken. Für meinen Geschmack ein bisschen zu säuerlich. Aber ja, wer das mag, kann sich diesen Trink gerne mal anschauen. Mal sehen, ob es den bei euch gibt in der Nähe. Die Firma gibt es seit 1932. Ich habe von der Firma noch nichts gehört, aber ja, deswegen testen wir ja sowas und haben hoffentlich unseren Spaß dabei.
Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Test wieder. Das ist dann der zweite. Und das sind Süßigkeiten. Lasst euch überraschen. Bis dahin. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.